Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Cyberpunk 2077. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich danke erstmal für das Feedback, danke für die, für den Support auf die letzten Folgen, dass ihr schön wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ich habe das Spiel jetzt nochmal neu gestartet und probiere jetzt... Ah, guck mal, jetzt geht's. Es ist, man muss das Spiel überlisten, damit man es normal spielt. Also, was heißt normal? Ihr wisst Bescheid. Checkt gerne weiterhin auch die Videobeschreibung ab und ja... Was da gerade passiert ist. Irgendwas? Bin immer noch nicht drüber weg. Das geht fast allen so. Den Tag, an dem du deine Jacke kriegst, vergisst du nie. Und? Zeit für eine Fahrt? Ja, bin dabei. Spring rein. Okay. Traurig, dass du das Spiel erst beenden musst und nochmal neu starten musst, dass es funktioniert. Oh mein Gott. Egal. Ey, aber Mitch, wir treiben es hier aber nicht, okay? Der guckt mich schon so an. Also, entzünde mal. Alle Lichter grün. Das ist ein gutes Zeichen. Wohin fahren wir? Bobby meinte, da ist ein Schrottplatz im Osten. Lass uns mal Bobbys Fundstück testen. Hau drauf, Bi. Hast du das Gefühl, er zieht etwas nach links? Lässt sich das beheben? Schieß einfach weiter auf diese Rostlauben. Ich rekalibriere dabei die Zielerfassung. Hört sich besser an, oder? Scheint so. Ich sicherheitshalber nochmal. Ja, willst du mal jetzt draufgehen? Was ist denn hier los? Eins noch. Da. Okay, scheint alles zu gehen. Lass uns zurück. Ich muss heute noch prüfen, ob alles mit dem Teil stimmt. Ich höre da was nicht ganz sauber klingt. Wir zurück. Ich übernehme. Bin eigen, was das Parken angeht. Naja. Bist du nervös wegen morgen? Hat nichts mit Nervosität zu tun. Nicht mehr. Willst du nicht auch eins? Oh, warum nicht? Damals im Krieg, bevor wir das erste Mal entsendet wurden, wurden wir trainiert, mit Stress klarzukommen. Weißt du wie? Wie? Wir haben uns Chemie-Cocktails gegeben. Präparate, Booster, Gott weiß was noch. In die Venen gespritzt, unsere Biomons sind durchgedreht, aber nur für eine Sekunde vor dem Stabilisieren. Und wie stabilisiert wir waren. Ich stehe eher auf Digimons. Nach einem Dutzend Sitzungen macht's in deinem Kopf Klick. Die Neuralwege werden umprogrammiert. Der Teil, der Angst generiert, wird völlig zerfräst. Dachte, Chem-Cocktails wären verboten worden. Schon damals, im Krieg. Ach, komm. Kam es nicht zu Cyberpsychosen in mehreren Einheiten? Na und? Glaubst du, Militech hat das gejuckt? Die haben die Betroffenen in ihre Kliniken in Taiwan geflogen. Jeden Tag neue. Und jeden Tag kamen neue Rekruten. Uns hat man fleißig weiter mit dem Dreck vollgepumpt. Aber wir wurden ja bezahlt. Das ist verdammt abgefuckt. Was dachtest du denn? Krieg ist nun mal abgefuckt. Der, in den wir morgen ziehen, auch? Warum? Kriegst du plötzlich Schiss? Ich mach mir keine Sorgen. Das solltest du auch nicht. Mich wird was anderes wachhalten. Und was? Na, ist egal. Komm schon. Ich gehöre doch zur Familie. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Stunk zwischen Panam und Saul. Sie denken, es reicht, wenn sie allen was vorspielen. Aber unsere Leute sind nicht blöd. Die Gerüchte breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Dass Saul das nicht durchzieht. Dass er es nur für sich macht.
dass diese Familie einen Umschwung braucht. Und? Ist was dran? Ja. Aber keiner weiß, was als nächstes kommt. Du bist dran. Was denkst du? Ganz ehrlich? Dachte, Saul schmeißt nach allem, was war, das Handtuch. Bin kein Experte in Lagerfeuerpolitik. Aber wie ich das sehe, hat Saul kaum Entscheidungsraum. Er könnte Panam das Zepter geben. Könnte er. Aber Saul ist nicht dumm. Er weiß, dass Panam seinen Platz nicht will. Ich glaube, ich verstehe. Panam geht's um den Clan, nicht um Macht. Aber lässt sich das vereinbaren? Hey, guck nicht mich an. Es ist so. Panam will dir unbedingt helfen. Aber Saul sieht das Ganze als eine Gelegenheit für was anderes. Er will Mikoshi plündern. Mhm. Wenn wir das durchziehen, haben wir Arasaka Tech, die uns den Neuanfang im Süden ermöglicht. Du weißt, was das heißt? Das beruhigt die Leute und verschafft Saul Zeit. Saul ist gerissen. Er weiß genau, was er tut. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht zu hoch gepokert hat. Okay. Heute haben wir genug getratscht. Das hier bleibt unter uns, okay? Ich fummel noch etwas im Innern dieses Babys hier. Klar. Fröhliches Fummeln, Mitch. Okay. Haben wir es jetzt wirklich abgeschlossen, oder? Ja, jetzt. So, schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, ob das mit den Nomaden jetzt auch verbuggt war. Wer weiß, kann ja sein. So, mit dem hatten wir ja geredet. Kennen wir uns? Ich dachte, da liegt ein Kopf auf der Kiste, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey. Mit ihr hatten wir geredet. Ist hier keiner dabei, Alter? Was geht? Was geht? Was geht? Hier am Lagerfeuer niemand? Bulle! Kraft und Feuer! Wer gehört dazu, Alter? Wer gehört jetzt optional dazu? Ich verstehe es nicht. Hier jemand? Hey, was läuft so? Nicht viel, Mann, nicht viel. Die im Gebetskreis hier vorne vielleicht? Die hier, der hier? Hey, wie läuft? Die? Wer gehört dazu, Freunde? Ich hab keine Ahnung, oder? Die? Hier draußen lernst du alles. Okay, gut, danke. Die? Die hatten wir schon. Da sind beide einer Meinung. Und das passiert so gut wie nie. Ich werde mir einen alten Wohnwagen kaufen. Mit Vollgas ins Rentnerdasein, ha? Ihr könnt mich mal. Oh mein Gott, ich muss nur einmal kurz hier... Alles klar, gut. Okay. Einmal nur kurz dort warten, bevor. Na, gut, egal. Haben wir das auch abgeschlossen. Schön, das ist doch gut, das ist doch gut. Aber das mit Mitch war auf jeden Fall trotzdem 100% verbuggt, habt ihr ja gesehen. So, Panam, meine Süße. Verdammt. Ist das schön hier. Irgendwas nagt an dir, das merke ich. Du kannst es mir sagen. Nichts nagt an mir. Hör auf, das ist peinlich. Panam. Hast du... Ich bin so scheiß nervös, ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht dir zu schaffen? Mal sehen. Morgen führe ich meinen ganzen Clan vermutlich in den Tod. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Die Leute zweifeln an uns. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panam für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Genau. Wer sonst, wenn nicht du? Das meine ich. Nicht ich sollte das tun, sondern... Saul.
hätte er doch bloß nicht all diese dummen Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Ich hab so einen Schiss, dass irgendwas schief geht. Dass alle... Niemand wird morgen sterben, Panam. Das weißt du nicht. Die Familie ist viel stärker, als du glaubst. Aber Kugeln machen keinen Unterschied zwischen Stärke und Schwäche. Wie? Ja? Hast du keine Angst zu sterben? Nicht so viel wie um dich. Komm her. Woran denkst du gerade? An die erste Nacht, die ich hier oben verbracht habe. Ich war noch unterwegs, fast zurück beim Lager, und musste irgendwie den Kopf freikriegen. Bevor Saul und du euch wieder an die Gurgel gingen? Es war stockdunkel. Nichts. Nicht ein Stern am Himmel. Nur der Wind und ein paar Motoren waren in der Ferne zu hören. Und ich habe darauf gewartet, dass die Welt um mich zerfällt. Dass meine Gedanken zum Stillstand kommen. Sind sie das? Nein. Mir wurde klar, dass das nie passieren würde. Dass mein Kopf immer rasen würde, selbst wenn ich frierend auf einer Klippe sitze. Ich könnte die ganze Nacht hier bleiben. Das würde mir gefallen. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das brauchte. Keine Ahnung, was mit ihren Augen los war, aber... Dann mal los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul ist zurück. Gehen wir. Die ist schon cool, Alter. Die ist schon eine coole Sau, ey. Das ist schon, ich muss ehrlich sagen, schon ein cooles Feeling hier, so mit der Familie, alle sind bereit, die Motoren laufen heiß und so. Geil. Wie gesagt, wenn es normal läuft, das Spiel, ist es in seinen starken Momenten echt ein mega nices Spiel, aber in seinen schwächsten Momenten ist es absoluter Schrott. Das ist halt so krass, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich habe glaube ich noch nie ein Spiel gehabt, wo so zwei Welten oder zwei Herzen für das Spiel geschlagen haben. Das ist, obwohl, wir hatten, letztes Jahr hatten wir Death Stranding war aber eher so, das Death Stranding hat mich eher teilweise abgefuckt wegen dem Gameplay, das war auch schon so gewollt, das war nicht so verbuggt. Auf der anderen Seite hatten wir da mega coole Story und mega geile Cutscenes und abgefuckte What-the-fuck-Momente und so, und hier haben wir halt wirklich teilweise richtig gute Missionen, teilweise richtig gute Charaktere. Nicht alle Missionen, nicht alle Charaktere sind geil. Und nicht alles ist irgendwie neu oder aufregend oder so, finde ich persönlich. Aber das macht echt Spaß. In seinen guten Momenten macht es richtig Laune. Und in den schlechteren Momenten könnte ich einfach am liebsten das Spiel einfach deinstallieren und nie wieder spielen. Das ist wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist krass. Wir sollten sie nicht warten lassen. Leitung gecheckt. Ausrüstung ist bereit. Wir sind soweit. Alles andere? Wenn das schief geht, müssen wir das Lager super schnell abbrechen. Darauf sind wir vorbereitet. Sieht aus, als wären alle bereit. Mehr oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mitch hat sie sicher aufgescheucht. Ich komme nur mit einer Katastrophe auf einmal klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mitch drauf geht, Alter. Das? Die Anspannung. Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ich war gerade als Kundschafter unterwegs. Das solltest du sehen. Hast du nicht geschlafen? Alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Aber vor so einem Einsatz hätte ich eh kein Auge zugekriegt. Und eine gute Aufklärung ist wichtiger als eine gute Nachtruhe. Sieh dir das an. Alte Menschen brauchen weniger Schlaf? Ändert sich das in der Zukunft oder was? Eigentlich ist es ja andersrum. Danke.
mal gespannt, ey. Fetter Beat erstmal. Der Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wie helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben. Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns ein Sorg von Nightcorp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Sind dort Drohnen? Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber... Nightcorp hat Militech angeheuert. Da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Ganz schön viele Gegner, ne? Also wenn es keinen Nachteil für die Familie, also für den Clan gibt, dann würde ich da eiskalt einfach reinlaufen, Grammuster. Mich juckt es nicht. Ich meine, ich habe die ganze Zeit so gespielt, dass ich hart auf Angriff gehe. Die Baustelle ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Worauf du einen lassen kannst. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden Vi, Panam und ich zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren, sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Ich habe genug gesehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Saul im Notfall uns einfach zurücklässt oder sowas. Oder uns versucht abzuknallen oder Panam zurücklassen will oder irgendwie sowas. Bist du bereit? Wie werden wir zurückkommen? Genauso wie wir reingekommen sind. Und auch genauso schnell. Unsere Leute halten die Stellung, während wir drin sind. Also, bereit? Ja, verdammt. Bereiter geht's nicht. Sind alle startklar? Schmeißt die Motoren an, Leute. Oder? Ich weiß nicht, ich würde es ihm zutrauen. Dass er sagt, oh, guck mal, Panam ist während der Schlacht gestorben oder sowas. Aber wir haben es geschafft, irgendwie... Irgendwie sowas. Das würde mich jedenfalls nicht überraschen. Ich traue dem alles zu. Und jetzt ab durch den Staub. Ein Aldecaldo-Konvoi. Was für ein Anblick. Und nur diese Wüste gleicht der sternenbehangenen Weite über unseren Köpfen. Nee, bleib hinter mir. Alle laut und deutlich hören? Ich habe einen Gruppenkanal geöffnet. Hui! Bleib auf den Badlands. Hier ist Ihr Moderator. Teddy. Ja, schon gut. Hast du die Drohne gestartet? Das flüge ich an dort vor sich hin. Sie betreten jetzt Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole, sofort umdrehen. Nö. Ah,
Ah, die treffen doch gar nichts, ey. Ihr Loser. Dein Einsatz, Bobby. Kümmer dich um den Störsender. Kein Ding. Schon dabei. Wir werden alle einsatzbereit. Ich check das. Nitro-Injektor bereit. Der Werfer auch. Wir können durchstarten. Dann kann der Spaß losgehen. Ich übernehme die Drohnen, du den Panzer. Ja, damit. Nein, nein, nein! Feuer in der Fahrerkabine! Lieber Spannung! Löschen, wenn nicht, steig aus. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin beim Transmitter. Wo steckt ihr? Ey, muss ich jetzt snipen mit dem Müllsystem, Alter? Eine Minute! Feuer ist unter Kontrolle. Schalte um auf Notstrom. Paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich. Die wissen, dass wir kommen. Die Drohne kommt direkt auf uns zu. Wir brauchen den Schaltkopf, also die Abwehr. Habe ich denn eine Wahl? Passt auf euch auf. Bobby kümmert sich drum. Alle Systeme wieder online. Gib Gas. Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs. Halt durch, wir kommen zu dir. Na endlich. Hab euch schon fast vermisst. Hier ist noch ein so ein Scheißteil übrig. Und das schieße ich... Bobby! Oh, Scheiße. Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir müssen mir leid, Mitch. Aber wir können nicht anhalten. Nicht jetzt! Shit. Der Panzer, wie? Er ist fast am Ende. Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen. Ich tue alles, damit wir das in einem Stück schaffen. Danach kann ich improvisieren. Wir kriegen das in Panam. Halt durch! Ja, gerne aus dem Weg räumen und bis über die Brücke machen. Keine Fehler mehr. Und Speicher. Uns sind schon zu viel passiert. Sind das meine Leute? Ja, das sind alles meine Leute, wa? So, rein da. Junge. Haha. Fahr einfach durch das Tor, wie. Bin drin. Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer. Eins nach dem anderen fällt hier aus. Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's. Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott. Du steigst aus. Hilf den anderen. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Ist eine Chance, dass er noch... Nein. Passt schon. Mir leid. Wir müssen weiter. Wir sind fast da. Hab ich jetzt die ganze Zeit das scheiß Sniper drin? Ja, ja, ja. Nee, weg damit, Alter. Gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock auf das Snap. Getroffen! Ach. Ist die so? Wo ist die so? Jawoll! Alles okay bei euch? Alles prima. Okay, jetzt sind wir dran. Wie? Behalt sie im Auge! Verstanden! Es sollte oben einen Kontrollraum geben. Von da aus verlinken wir mit dem Sarg. Warte, ich hab was gefasst. Los geht's! Also dicken Schaden machen, die klingen nicht bisher, oder? Kam mir das nur so vor? Was ist denn jetzt los? Okay.
Da ist das Terminal. Wir klinken uns ein. Was ist mit den Sicherheitsprotokollen? Wie, das ist keine Raumstation, sondern ein verfickter Bohrer. Keine Sorge. Carol schneidet sich durch wie durch Butter. Okay, wir fahren das Zerg hoch und bohren uns bis zum Arasaka Tower durch. Das wird etwas dauern. Wie? Du musst uns Deckung geben. Wir kriegen Gesellschaft. Und zwar eine Menge. Wie? Hilf uns mal! Militech lässt einfach nicht nach! Verdammt, die Ausrichtung des Bohrers ist festgelegt. Wie können wir ihn wenden? Ich häng fest. Wir fragen ganz höflich. Alter. Ich wirke den Autopiloten ab und schalte auf manuell um. Geschafft! Es klappt! Bereit machen zum Start! Achtung! Die kommt von rechts! Wie lang noch, Mitch? 11%! Shit! Geht das nicht schneller! Wir können nichts tun! Warum konnte ich denn jetzt gerade kurzzeitig keine Granaten mehr werfen, ey? Schnauze! Komm dir da gleich rüber, ja. Du Drecksau. Holy shit, Alter! Was zum Teufel ist es immer, dass du aus dem Nichts... Aus dem Nichts immer plötzlich so übelsten, miesen Schaden bekommst. Das ist eine Müllwaffe, das ist eine Müllwaffe. Haben wir noch eine normale Schrotflinte irgendwie? Ne. 27%. Es sind noch mehr Drohnen. Auf der Straße zur Baustelle. Standard Konzern Security. Damit kommen wir klar. Komm die Straße! AV! Ein scheiß AV ist unterwegs! Gleich wird's hier hängen. Sie werden gleich landen! Nun? Teddy, wir sind gerade aus da! Teddy! Oh mein Gott! Was machen wir jetzt? What the fuck? Wie lange noch da oben? Fast geschafft. Das bei 60%. What the fuck, Junge? What the fuck? Das ist geil gewesen. Ich hab sie alle platt gemacht. Junge, dieses Spiel, Alter. Das ist so peinlich einfach nur. Egal, ich hab sie platt gemacht. Wo ist aber der Rest jetzt? Jetzt mal ernsthaft. Kommt der noch oder ist er also? Hallo? Okay. Beachte mich, du Sau, ey. So, das wird denen gefallen. EMP-Granaten, oder? Hallo? Aha. Hast gecheckt, wer hier ist, ja?
Sag mal, irgendwie, also... Das ist schon wieder so komisch alles. Ja, ja, guck mal, wie die da rumstehen, einfach nur. Und gar nichts machen. Außer mir aus dem Nichts so üben Schaden zu geben. Wieso ist das immer so? Kannst du hier rauf? Na, Kollege, Bock zu sterben, zu sterben, zu sterben, zu sterben, zu sterben, stirb, stirb, stirb. Ja, es ist total, es ist das Finale und genau so läuft es ab. Das ist, also es ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig gerade. Jetzt rein. Was meinst du jetzt? Ich hab's jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Panzer, weiß man halt nicht genau, in was rein jetzt. In den Panzer. Also. Gut, gut, gut. Bin schon unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir verschaffen dir etwas Zeit. Vielen Dank. Passen auf Mitch und Carol auf und kümmern uns aufs Tor. Militech-Panzer. Wir müssen sie abfahren, ehe sie die anderen erreichen. Verfickte Konzernbastarde! Noch mehr Gesellschaft! Wir machen das! Hab ihn voll erwischt! Hört mal, wir sind gerade auf Lightcorp-Reis gestoßen. Carol arbeitet sich durch, aber das dauert. Wie sieht's bei euch aus? Wie? Militech okay. Lässt dich locker! Es sind zu viele! Müsste ausschütten und den Arm anlegen. Wir brauchen mehr Zeit. Wir drehen ihr auch nicht, Däumchen. Halten euch so lange es geht den Rücken frei. Haltet durch! Wow, das nenne ich mal einen Knall. Mitch, alles in Ordnung? Ja, ziemlich krass. Aber scheint alles okay zu sein. Wow, wir haben es geschafft. Nur noch ein paar ausgebrannte Wracks. So, Mitch, wir kommen zurück. Gute Arbeit. Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Gar kein Problem. Saul hat recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du kommst mit uns. Jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Ja, gehen Mitch wir. Stirbt. Der okay. Stirbt. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Wenn der mit uns mit soll, oder? Was meint ihr? Ist in Ordnung. Du bist so ruhig. Bob und Teddy sind tot. Und es ist meine Schuld. Teddy und Bob. Sie kannten die Risiken wie. Das tun alle. Ich auch. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Klaren. Ich bezweifle es. Ich war schon verdammt gut hier im Panzer. Ich meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Jemand von außerhalb. Alt. Und wer ist das? Wenn Night City eine Netrunner-Königin hat, dann ist sie es. Oder sie war es. Wieso war? Macht sie jetzt was anderes? Sozusagen. Lebt auch woanders. Aber sie wird uns helfen. Aha. Und du vertraust ihr? Nein, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Muss einfach darauf hoffen, dass Alt mir nicht in den Rücken fällt. Wieso? Stimmt was nicht? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben.
Okay. Ah, okay. Das wär's wohl. Wie weit noch? Bis zum Arasaka Tower? Nicht weit. Von hier aus wird's eine Spritztour. Erledigt sich nicht von selbst. Ja. Beruhig dich, beruhig dich. Ja, Freunde, wir machen beim nächsten Mal weiter. Aber kommt mir das nur so vor? Oder ist seitdem wir, also spätestens seitdem wir das Finale begonnen haben, wo denn die Warnung kam, ey, wenn du jetzt hier durchstartest, dann beendest du die Story und wenn du was vorher erledigen willst, ihr wisst schon. Kann es sein, dass seitdem der Synchronsprecher wie so ein bisschen verletzlicher, so ein bisschen schwächlicher auch spricht? Irgendwie kommt er mir so vor, er redet die ganze Zeit so nicht so energisch, er ist sowieso so eher so der coole Typ, so, aber irgendwie hört er sich so, ja, schwach an. Also, und es wird ja passen, ob er sich das extra so gedacht hat, das wäre echt ganz cool, also. Ja, ich finde sowieso den Sprecher, finde ich mega, ich finde den richtig gut, richtig, richtig gut von Vi. Aber auch von den anderen, wie gesagt, aber irgendwie fiel mir das auf, dass er so ein bisschen, ja, naja. Wir hören uns beim nächsten Mal, ja, dann geht's weiter, Freunde, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.